Sehr verehrter lieber Herr Bischof, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich heute Abend im Erbacher Hof begrüßen unter erschwerten Bedingungen. Meine Damen und Herren, wer macht Kirche? Dieses Wort kann man in zweierlei Hinsicht auslegen. Wer gestaltet Kirche? Und da wäre eigentlich die Antwort recht schnell auch gegeben. Aber wir können sie auch heute Abend noch einmal ins Gespräch kommen. Und wer hat die Macht in der Kirche? Auch diese Antwort, Herr Bischof, Entschuldigung, wäre schnell gegeben. Aber wir wollen ja auch neue Wege gehen. Neue Wege mit unserem Bischof, mit der Bistumsleitung, die auch einen pastoralen, neuen, partizipativen Weg mit uns einschlagen will. Und dieser partizipative Weg ist zugleich auch über die Diözesan der synodale Weg, über den heute Abend ja gesprochen werden soll. Meine Damen und Herren, wenn man über Macht spricht, über Macht, dann kann man sich auch ein bisschen Gedanken machen, was macht überhaupt Macht oder was ist Macht. Und da fällt uns gleich einmal ein kleines Büchlein von Romano Guardini ein, das er 1951 geschrieben hat, schon sehr vorausblickend. Auch die Macht in ihrem Wesen und auch in ihrer theologischen Begründung und so weiter hier grundiert. Und da schreibt er auf Seite 15, ich habe hier die schöne Erstausgabe, Macht ist die Fähigkeit, Realität zu bewegen. Macht ist die Fähigkeit, Realität zu bewegen. Ein bisschen weiter heißt es, zum Wesen der Macht als eines spezifisch menschlichen Phänomens gehört auch die Sinngebung, also die Verantwortung und die Freiheit. Das Büchlein lohnt sich zu lesen, Romano Guardini. Frau Hake promoviert über Romano Guardini, das ist sehr lobenswert und schön. Auf Seite 22 noch ein kleines Zitat zur Macht bei Guardini. Es liegt auf der Hand, so sagt Guardini, dass jeder Akt des Handelns und des Schaffens, des Besitzens und des Genießens unmittelbar das Bewusstsein erzeugt, Macht zu haben. Das Gleiche geschieht durch alle Akte der Vitalität. Ja, jede Tätigkeit hat Machtanteile, auch die Erkenntnis. Und weiter unten schreibt er, wer den Namen einer Sache oder eines Menschen weiß, der hat Macht über den Menschen. In einem tiefer dringenden Sinn bedeutet Machtwissen das Wissen um das Wesen der Welt, um das Geheimnis des Schicksals, um den Gang der menschlichen und göttlichen Dinge. Bischof Kohlgraf vorzustellen, wäre Wasser in den Rhein getragen. Das tue ich jetzt auch nicht. Ich möchte nur auf zwei Bücher hinweisen, Herr Bischof. Zum einen auf einen Entwurf von Kirche, den Sie sehr unterstützen, nämlich auf Yves Congar, auf den berühmten Dominikaner Yves Congar, Beitrag für eine glaubwürdige Kirche, nur eine dienende Kirche dient der Welt. Sehr schönes Büchlein, das ergänzt werden darf durch das etwas neuere noch Büchlein, Vergeben und Versöhnen, Erfahrung des Glaubens, Felder des Handelns. Also zwei schöne Bücher, die bei Grünewald erschienen sind. Zum Zweiten darf ich heute Abend begrüßen Professor Müller. Professor Müller ist der Lehrstuhlinhaber des Stiftungslehrstuhls Pastoraltheologie an der Johannes Gutenberg Universität. Herr Müller, wir sind sehr froh, dass Sie heute Abend auch Mitinitiator mit dem Herrn Bischof dieser schönen Veranstaltung sind. Auch Sie haben eine Unmenge von Beiträgen veröffentlicht, die man also so gar nicht alle aufzählen kann. Aber Herr Müller, ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind und Sie werden auch den ersten Vortrag halten. Ich bin jetzt sehr froh, dass die Vorsitzende der Diözesanversammlung, Frau Dr. Barner, bei uns ist, also die höchste Laien bei uns im Bistum mit ihrem Gatten, Professor Barner. Herzlich willkommen. Er ist Rat der Evangelischen Kirche und als solches im höchsten Gremium unserer Partnerkirche, unserer Brüder und Schwestern aus der Evangelischen Kirche. Herzlich willkommen allen, auch den Kollegen aus der Fakultät, Hieke und Franz und Herr Dörr als Dezernent der Seelsorge
des Seelsorgedezernats herzlich willkommen. Wenn ich jetzt einen vergessen habe, möge mir das nachgesehen werden. Aber jetzt freuen wir uns erst einmal auf den Vortrag von Professor Müller. Sehr geehrter Herr Bischof Dr. Kohlgraf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eines der erfolgreichsten Bücher des 20. Jahrhunderts ist J.R.R. Tolkiens Herr der Ringe. Es ist erstmals Mitte der 50er Jahre in England erschienen und hat im angelsächsischen Bereich recht bald Kultstatus erlangt. In diesem Buch dreht sich alles um den einen Ring, der im Feuer des Schicksalsberges geschmiedet worden war. Er verleiht seinem Träger die Kraft, diejenigen zu beherrschen, die einen Ring von geringerer Kraft besitzen. In diesen einen Ring, oder auch Meisterring genannt, sind auf Elbisch folgende Worte eingraviert, die nur dann sichtbar werden, wenn der Ring mit Feuer in Berührung kommt. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Der eine Ring verleiht seinem Träger eine Macht über andere, die sie knechtet und ins Dunkel treibt. Denn er verstärkt das Gehör seines Trägers und es ermöglicht es ihm, die Gedanken der anderen lesen zu können und ihren Willen manipulativ zu beeinflussen. Er macht den Träger unsichtbar, freilich zu dem Preis, dass dieser Meisterring auch über ihn immer mehr Einfluss gewinnt. Er zehrt an den Lebenskräften seines Trägers und zieht ihn immer mehr ins Reich der körperlosen Schatten hinüber. Fast jeder, der den Ring länger trägt, wird von seiner Macht korrumpiert und will ihn nicht mehr hergeben. Insofern knechtet der Ring auch seinen Träger. Der Roman erzählt nun, wie sich die Weisen von Mittelerde dazu entscheiden, den einen Ring vernichten zu lassen, um noch größeres Unheil, das sich schon anbahnt, abzuwenden. Dazu begeben sich Frodo und Sam zu den Feuern des Schicksalsberges. Zwischenzeitlich müssen sie sich der Macht des Ringes aussetzen. Am Ende ist der eine Ring vernichtet, aber das Ganze hat seinen Preis. Vermutlich ist der Herr der Ringe deshalb zu einem Kultbuch avanciert, weil er es von einem Phänomen berichtet, dem man täglich auf Schritt und Tritt begegnet. Die Macht und ihre Dynamik. Sie vermag großen Schaden anzurichten und man kann sich ihr nicht so leicht entziehen. Ist man einmal in ihren Sog geraten, wird eine originelle Persönlichkeit schnell zu einem Schatten ihrer selbst. Ja, Macht fasziniert und hat ganz unterschiedliche Facetten. Wer einmal von dieser Frucht gekostet hat, dem fällt es häufig nicht leicht, davon zu lassen. Dass ein amerikanischer Präsident andere darüber im Unklaren lässt, ob er eine verlorene Wahl anerkennen werde, spricht Bände. Auch bei uns fällt es manchem Politiker schwer, sich nach dem Karriereaus wieder im Alltag zurechtzufinden. Die frühere Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein, Heide Simonis, hat sich offen dazu geäußert. Sie findet sich in dem Bild wieder, demgemäß die Rückkehr ins Privatleben für sie als Politikerin eine gewisse Ähnlichkeit mit der Freilassung aus dem Gefängnis hat, die mit einer Phase der Resozialisierung beginnt. Und Winston Churchill gibt auf die Frage, was er nach dem Verlust der Macht besonders vermisst habe, zur Antwort: die Information sowie das Dienstauto mit Chauffeur. Zumindest der Informationsverlust hat auch mit Machtverlust zu tun. Denn Wissen ist Macht, erst recht in einer Wissensgesellschaft wie der unsrigen. Mächtigen Personen begegnet man in der Regel etwas anders als Normalsterblichen. Manch ein Politiker und auch der ein oder andere Bischof muss nach seiner Pensionierung schmerzhaft erleben, dass Leute, die ihm vorher sehr dienstbereit begegnet sind, ihn kaum noch zu kennen scheinen. Manches devote Verhalten ihm gegenüber war von der Hoffnung auf eine Begünstigung bestimmt.
Machtträger sollten sich der Differenz zwischen Person und Amt bewusst bleiben und wissen, dass manches Verhalten ihnen gegenüber oder Privileg nicht der eigenen Person gilt, sondern ihrem Amt oder ihrer Rolle geschuldet sind. Wie aber lässt sich psychologisch erklären, dass wir Menschen für die Dimension der Macht und ihre Versuchung so anfällig sind? Aufschlussreich ist hier eine Studie des bereits verstorbenen Zürcher Psychotherapieforschers Klaus Grawe. Grawe ist psychischen Grundbedürfnissen und ihrer Bedeutung für die Menschen nachgegangen und dabei auf 4 elementare Faktoren gestoßen. Wenn beispielsweise eine Person ein psychisches Problem hat, dann ist immer ein oder mehrere dieser 4 Grundbedürfnisse im Spiel. Sie lauten: erstens das Bedürfnis nach Bindung und damit nach Zugehörigkeit und Gemeinschaft, dabei sein wollen. Das Pendant dazu ist das Bedürfnis nach Autonomie und Selbstständigkeit und damit auch nach Abgrenzung und Kontrolle. Für die psychische Gesundheit einer Person ist es wichtig, dass Bindung und Autonomie in einer gesunden Balance zueinander stehen, ohne dass sich eine Person permanent von anderen abschottet oder eine Symbiose anstrebt. Das sind die beiden Extreme. Drittes Grundbedürfnis, das nach Lustbefriedigung und Unlustvermeidung. Lustbefriedigung kann beispielsweise durch ein gutes Essen oder eine ansprechende Theateraufführung erfolgen. Natürlich ist auch die Sexualität eine wichtige Quelle. Um den Alltag gut zu bewältigen, sollte eine Person eine gute Balance zwischen Lusterfüllung und Triebverzicht gefunden haben. Und viertens, das Bedürfnis nach Anerkennung und Selbstwerterhöhung. Hier geht es um Wertschätzung, die man durch andere erfährt und darum, als Person geachtet zu sein. Das Machtstreben tangiert nun alle 4 Grundbedürfnisse. Denn Macht über andere setzt zunächst einmal einen sozialen Kontext ganz einfach voraus, Faktor 1. Die Macht stärkt die Autonomie und Selbstständigkeit einer Person, Faktor 2. Macht ist häufig mit Lustgewinn verbunden, Faktor 3. In der Missbrauchsdebatte trat freilich zutage, dass bei sexuellem Missbrauch ein unreifes Machtbedürfnis häufig das eigentliche Motiv darstellt. Und viertens, das Bestreben nach Macht ist besonders dem Grundbedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Anerkennung zuzuordnen. Wie bereits gesagt, jeder Mensch will von anderen geachtet sein. Und wer mächtig ist, der gilt als wichtig. Und ihm wird gesellschaftlich besondere Anerkennung zuteil. Es ist aufschlussreich, dass Grawe aufgrund empirischer Erkenntnisse beim 4. Faktor neben dem Bedürfnis nach Anerkennung auch von der Tendenz zur Selbstwerterhöhung spricht. Sie lässt sich mit Ausnahme der Gruppe depressiver Menschen in der Breite der Bevölkerung nachweisen. So hält sich die Mehrzahl der Autofahrer für einen überdurchschnittlich guten Autofahrer, was rechnerisch schon alleine nicht möglich ist. Wenn Menschen sich mit anderen vergleichen sollen, dann heben sie in der Regel auf ihre positiven Merkmale ab und nicht auf ihre Schwächen. Und wer sich selbst beurteilen und gleichzeitig von anderen außenstehend beurteilt wird, dann ist die Selbstbeurteilung in den meisten Fällen viel positiver als die Fremdbeurteilung. Damit und auf diesem Hintergrund erweist sich die Macht als ein gutes Vehikel, das Grundbedürfnis nach Anerkennung und die Tendenz zur Selbstwerterhöhung bestätigt zu bekommen. Oftmals erscheint es viel einfacher, sich Anerkennung durch Macht zu sichern, als andere auf dem Weg der Freiheit für sich zu gewinnen. Natürlich lässt sich nicht pauschal sagen, wie eine konkrete Person in einer bestimmten Situation mit Macht umgehen wird. Das hängt von vielen Faktoren ab, wobei frühkindliche Prägungen einen starken Einfluss haben, aber auch spirituelle und die ethische Einstellungen eines Menschen sind relevant. Gleichwohl halten sich nicht wenige Mächtige aufgrund ihrer herausgehobenen Position im Laufe der Zeit für etwas Besonderes. Sie nehmen sich Dinge heraus, die andere sich nicht trauen,
weil ein solches Verhalten normalerweise negativ kommentiert oder wirksam sanktioniert wird. Außerdem machen Sie sich aufgrund Ihres besonderen Status nicht so viele Gedanken darüber, was andere über Sie denken mögen. Und wenn die Bereitschaft sinkt, sich empathisch in andere hineinzuversetzen, nimmt der Egoismus zu. Und dann ist aus einer anthropologischen Disposition eine Versuchung zur Macht geworden. Bisweilen treten dann bei Mächtigen Charakterzüge zutage, mit denen vorher niemand gerechnet hätte. Willst du den Charakter eines Menschen kennenlernen, so gib ihm Macht, heißt es einmal bei Abraham Lincoln. Ich werde gegen Ende meines Vortrags darauf zu sprechen kommen, dass in der christlichen Tradition immer schon ein Wissen um diese Dynamiken vorhanden war. Trotz dieser Gefährdungen ist es überhaupt nicht damit getan, die Macht generell zu verteufeln. Soziologisch gesehen steht sie nüchtern für das Vermögen von Akteuren und Systemen, Einfluss zu gewinnen und den eigenen Willen gegen einen Widerstand durchzusetzen. Guardini hat es bereits geahnt. Und aus kulturanthropologischer Perspektive ist wertfrei anzuerkennen, dass Macht in Gesellschaften und Systemen ein fester Bestandteil aller sozialen Beziehungen ist und dass sie Wirklichkeit strukturiert. Insofern gibt es keine machtfreien Räume. Ein herrschaftsfreier Diskurs und der Verzicht auf Macht sind nur unter der Prämisse möglich, dass Macht eine Realität ist. Es kommt aber darauf an, wie sie ausgeübt wird. Denn sie kann auch altruistisch ausgeübt werden. Denn eine machtvolle Position bietet die Möglichkeit zur Gestaltung, auch zum Wohle anderer. Es wäre um ein Gemeinwohl schlecht bestellt, wenn niemand sich mehr bereit fände, ein politisches Amt anzutreten. Von daher ist eine Redewendung wie Politik verdirbt den Charakter in ihrer Verallgemeinerung bedenklich, weil sie alle, die sich auf diesem Gebiet engagieren, unter einen Generalverdacht stellt, und vielleicht manche, die mit einer guten Motivation etwas bewirken wollen, an ihrem Engagement hindert. Nicht das Phänomen der Macht an sich ist das Problem, sondern wie Menschen mit ihr im Bewusstsein der damit verbundenen realen Gefährdungen umgehen. Macht kann wie eine Droge sein, aber nicht selten ist auch das gegenteilige Phänomen zu beobachten. Jemand hat eine Leitungsposition inne, verweigert sich aber, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Interessant ist die folgende Untersuchung. Vorgesetzte wurden nach ihrem eigenen Führungsstil befragt. Und ebenso wollte man von deren Mitarbeitern wissen, wie sie den Führungsstil ihres Chefs denn einschätzen. Dabei kam heraus, dass manche Vorgesetzte ihren eigenen Führungsstil positiv als partnerschaftlich einschätzen, während die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihn negativ als Laissez-faire-Stil charakterisieren. Selbst- und Fremdwahrnehmung klaffen hier auseinander. Mir scheint, dass das in manchen Pfarreien ähnlich ist. Der Pfarrer hält sich und seinen Führungsstil für partizipativ, während die engsten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen den Eindruck haben, dass er sich vor seiner Leitungsverantwortung drückt. Nicht wahrgenommene Verantwortung und Macht kann sich auf eine Organisation oder ein Gemeinwesen fatal auswirken. Diese Konstellation ruft dann andere auf den Plan, in das Machtvakuum vorzustoßen und es auszufüllen, obwohl sie kein Mandat dazu haben. Es entsteht eine Diffusität, die den darin Involvierten das Agieren erschwert. Eine weitere fatale Variante im Umgang mit der Macht ist deren Leugnung. Zu denken ist an einen Lehrer, der sich partnerschaftlich gibt und seinen Schülern das Du anbietet und am Ende doch am längeren Hebel sitzt und versetzungsrelevante Noten gibt. Auch in der Kirche wird Macht manchmal negiert. Ein mittlerweile verstorbener Bischof und Kardinal, der durchaus machtbewusst zu agieren und durchzugreifen wusste, ließ einmal verlauten, in der Kirche gäbe es keine Macht, sondern nur Vollmacht. Natürlich gibt es in der Kirche Macht, auch ungute und zerstörerische Macht. Nicht generell, aber auch. Die gegenwärtige Ausstellung im Diözesanmuseum illustriert das.
die beschäftigt sich mit der Macht der Mainzer Erzbischöfe aus historischer Perspektive. Aber gehen wir noch weiter zurück. Bereits das Neue Testament erzählt davon, dass die Jünger auf dem Weg nach Jerusalem darüber gesprochen hatten, wer unter ihnen der Größte sei. Und als Jesus sie unterwegs darauf anspricht, herrscht peinliches Schweigen. Sie haben wohl selbst gespürt, dass eine solche Diskussion für sie als Jünger Jesu unangemessen ist. Doch die Geschichte geht noch weiter. Bald darauf bitten zwei Brüder, die Zebedäusbrüder, in einem Sechs-Augen-Gespräch Jesus darum, in seinem Reich die Ehrenplätze rechts und links neben ihm einnehmen zu dürfen. Man kann gut nachvollziehen, dass die anderen 10 Jünger ärgerlich wurden, nachdem sie von der Aktion Wind bekommen haben, die sich hinter ihrem Rücken abspielte. Bei diesem Fauxpas aus der apostolischen Urzeit ist es nicht geblieben. Henry Nouwen, der seine Professur für Pastoraltheologie an den Nagel hängte und sich einem gemeinsamen Leben mit Behinderten widmete, hält es vielleicht für die größte Tragik in der Geschichte des Christentums, dass, Zitat, seine führenden Männer ständig der Versuchung zur Macht erlegen sind, zur politischen, militärischen, wirtschaftlichen Macht, obwohl sie unablässig im Namen Jesu gesprochen haben, der an seiner göttlichen Macht nicht festgehalten hat. Zitat Ende. Ja, es stimmt. Jesus ist aus freiem Willen den Weg zur der Entäußerung gegangen. Aber auch er hatte mit der Versuchung der Macht zu kämpfen. Alle 3 synoptischen Evangelien berichten davon, dass Jesus vor seinem öffentlichen Auftreten in die Wüste geführt und dort versucht wurde. In der matthäischen Fassung führt der Teufel ihn in seiner 3. und letzten Versuchung auf einen hohen Berg. Und er zeigt ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Er soll sie bekommen, wenn er sich vor ihm niederwirft und ihn anbetet. Der Deal ist klar. Jesus wird grenzenlose Macht angeboten, sofern er seine Ideale vom Reich Gottes über Bord wirft und sie verrät. Es scheint, als habe ihn diese Versuchung nicht kalt gelassen. Gerade weil sie als Letzte an Jesus herantritt, ist sie vielleicht seine größte gewesen. Auf diesem biblischen Hintergrund hat eine Argumentation, die Macht in der Kirche einfach abstreitet, etwas Perfides. Durch den impliziten Verweis dann auch noch auf die Vollmacht Jesu wird sie verschleiert und gleichzeitig hat sakrosankt und gottgegeben dargestellt. Damit ist sie einer kritischen Reflexion und Kontrolle entzogen. Weil Machtmissbrauch unter diesem Vorzeichen in der Kirche eigentlich nicht existiert, kann er umso leichter sein Unwesen treiben und unter den Teppich gekehrt werden. Wie verheerend sich eine solche Argumentation auswirken kann, hat die große Missbrauchsstudie in der katholischen Kirche offengelegt, die sogenannte MHG-Studie. Sie ist der Frage nachgegangen, welche strukturellen Faktoren den sexuellen Missbrauch in der Kirche begünstigt haben. Neben einem klerikalistischen Priesterbild und einer in manchem fragwürdigen kirchlichen Sexualmoral wurde die Frage der Macht und ihres Missbrauchs als ein entscheidender und vielleicht sogar wirkmächtigster Faktor identifiziert. Daraus ist dann der synodale Weg mit 3 entsprechenden Foren erwachsen. Er ist durch ein 4. Forum ergänzt worden, das sich mit der Frage von Frauen in der Kirche beschäftigt. Denn faktisch sind in unserer Kirche wesentliche Machtbefugnisse Männern vorbehalten. Und damit bleibt die Hälfte des Volkes Gottes von entscheidenden Machtpositionen ausgeschlossen. Ein Umstand, der vielen unserer Zeitgenossen nicht mehr einleuchtet und der Kirche einen erheblichen Image-Schaden zufügt. Als Gegenreaktion wird versucht, den Frauenanteil in solchen Kirchenführungspositionen zu erhöhen, die nicht an die Priesterweihe gebunden sind. Hierdurch verändert sich dann, wenn das denn der Fall ist, auf der Leitungsebene das atmosphärische Miteinander. Männerbündische Strukturen erhalten so ein Gegengewicht. Es ist jedoch zweifelhaft, ob das reichen wird, den Graben zwischen modernem Lebensgefühl und kirchlichen Strukturen glaubhaft zu überbrücken. Auch die gegenwärtige kirchliche Verfassung trägt in manchem monarchisch-absolutistische Züge. Vom Papst an der Spitze angefangen, über den Bischof als Leiter einer Diözese hin zum leitenden Pfarrer.
Historische Studien lassen durchaus nachvollziehen, wie es dazu gekommen ist und vermitteln ein Gespür dafür, dass sich die Gestalt von Kirche dynamisch weiterentwickeln kann. Ohne Grundaxiome katholischer Ekklesiologie und der Theologie des geweihten Amtes in Abrede stellen zu wollen, wäre zu fragen, wie könnte eine kirchliche Verfassung überarbeitet werden, dass sie stärker den Standards moderner Gesellschaften mit ihren Grundzügen von Gewaltenteilung und der Gewaltenkontrolle entspricht. Grundsätzlich wäre dies möglich, wenn sich Papst und Bischöfe im Wege der Selbstverpflichtung entsprechenden Kontrollmechanismen unterwerfen und daran rechtlich binden. Aber schon das bestehende Kirchenrecht bietet eine Reihe von effektiven Schutzmechanismen und Kontrollmöglichkeiten, die es zu nutzen gilt. Konkret sind beispielsweise zu erwähnen der Stiftungsrat einer Pfarrei, der Diözesanvermögensverwaltungsrat oder der Aufsichtsrat einer großen kirchlichen Einrichtung. Die Effektivität solcher Gremien hängt freilich immer an konkreten Personen, die dort Kontrolle ausüben sollen. Fatal wirkt es sich aus, wenn Verantwortliche es an der notwendigen Sorgfalt bei ihrer Kontroll- und Aufsichtspflicht vermissen lassen. Aus falsch verstandener Loyalität und der Furcht, die Gunst des Bischofs oder des Pfarrers zu verlieren oder schlichtweg aus Bequemlichkeit. Vergleichbares ließe sich über den Pfarrgemeinde- und Pastoralrat sagen. Dabei geht es nicht um den Widerspruch um des Widerspruches willen, der immer etwas unreif Pubertäres an sich hat, sondern um einen Freimut, der bereit ist, Position beziehen und sich um der Sache willen zu widersprechen traut, weil es notwendig ist. Und wie sollen kirchliche Verantwortungsträger mit der ihnen anvertrauten Macht und Verantwortung umgehen? Die Antwort ist einfach. Macht darf eigentlich nur im Geiste Jesu ausgeübt werden. Dieser hat gefordert, dass sich seine Jünger radikal von der Logik der Macht, die gemeinhin gilt, distanzieren sollen. Markus 10,44, dort heißt es, ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre Großen ihre Macht gegen sie gebrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, denn wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Hier zeigt sich, dass Jesus den Wunsch, groß und der Erste sein zu wollen, an sich nicht für verwerflich hält. Aber er muss rückgebunden sein an ihn, an Jesus, der nicht gekommen ist, sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und der seinen Jüngern als Zeichen, dass er es ernst damit meint, die Füße gewaschen hat. Damit hat er einer negativen und destruktiven Dynamik der Macht den Boden entzogen. Gleichwohl, und vielleicht auch gerade deshalb, ist er mit großer Vollmacht aufgetreten, die an seinem Lebensende freilich zu Ohnmachtserfahrungen am Kreuz führte und erst durch das Osterereignis eine kraftvolle Bestätigung von Gott her erfahren hat. Eine Bestätigung, die sich einem nur aus gläubiger Perspektive erschließt. Wer im Namen Jesu in der Kirche Verantwortung trägt, sollte so wenig wie möglich so egoistisch motiviert sein und ein selbstloser Dienst an anderen und an der Gemeinschaft tun. Hierfür bedarf es der Demut, die etymologisch auch als Dienmut, als Bereitschaft und Mut zum Dienen verstanden werden kann. Freilich ist das alles leichter gesagt als getan. Die Versuchung zur Macht, die aus psychologischer Sicht mit menschlichen Grundbedürfnissen liiert ist, schlägt dem religiös motivierten Idealismus gerne ein Schnippchen. Nicht selten haben Menschen in der Kirche und auch darüber hinaus hehre Ideale. Ihr Handeln im Alltag wird jedoch von anderen Motiven bestimmt. Der verstorbene Innsbrucker Pastoralpsychologe Hermann Stenger macht darauf aufmerksam, dass menschliches Handeln fast immer von mehreren Beweggründen getragen ist. Eine lautere Motivation, selbstlos dienen zu wollen, mag zwar das Hauptmotiv sein, und das ist schon viel, wenn dies der Fall ist, in Reinform ist sie äußerst selten anzutreffen.
Deshalb plädiert er dafür, auch vermeintlich negativ konnotierte Motivationen zuzulassen und diese, wie er sie nennt, blinden Passagiere zunächst einmal wertfrei anzuschauen, um sie dann in das eigene Handeln zu integrieren. Stenger schreibt: Die blinden Passagiere unseres seelsorglichen Handelns werden gebeten, auf das Deck unseres Bewusstseins zu kommen, damit wir uns mit ihnen verständigen können. Wir werden sehen, dass aus den blinden Passagieren brauchbare Matrosen werden, wenn ihnen erlaubt wird, den richtigen Platz an Bord unseres Schiffes einzunehmen. Wird es ihnen nicht erlaubt, beeinträchtigen sie als Störenfriede die Selbstlosigkeit des Helfers. Zitat Ende. Somit ist die Verdrängung oder die Leugnung der blinden Passagiere keine Lösung. Ein guter Ort, sie ans Tageslicht zu bitten und sich mit ihnen bewusst auseinanderzusetzen, ist die geistliche Begleitung, eine Supervision oder auch ein Beichtgespräch. Dies setzt eine Vertrauensbasis sowie die Haltung größtmöglicher innerer Wahrhaftigkeit voraus. Um nochmal zum Evangelium zurückzukommen. Dort warnt Jesus seine Jünger immer wieder nachdrücklich vor Habgier und Reichtum. Eine interessante Verbindung zwischen dem Streben nach Reichtum und dem menschlichen Machtstreben deutet sich 1500 Jahre später auch bei Ignatius von Loyola an. Der Gründer des Jesuitenordens ist ein profunder Kenner der menschlichen Seele. Das Exerzitienbuch sind seine reichen Erfahrungen als Seelsorger und Exerzitienbegleiter eingeflossen. Dort findet sich in der zweiten Woche eine Betrachtung über die, wie er sie nennt, die zwei Banner. Damit sind zwei Wege oder Lebenskonzepte gemeint. Der eine Weg führt von Gott weg und der andere zu ihm hin. Der Mensch ist aufgerufen, sich zwischen diesen beiden Wegen zu entscheiden. Für Ignatius setzt der Weg, der von Gott wegführt, gerne bei der Begierde nach Reichtum an. Damit die, die diesen Weg einschlagen, Zitat, jetzt Ignatius, je leichter zur eitler Ehre der Welt und danach zu einem ausgewachsenen Hochmut gelangen. Auf diese Weise ist die erste Stufe der Reichtum, die zweite Ehre, die dritte Hochmut. Und über diese drei Stufen verführt er zu allen anderen Lastern, der böse Feind, meint er damit. Der Reichtum ist für Ignatius somit das Einfahrtstor, um dadurch Ehre und Anerkennung durch andere zu erlangen und danach dem Hochmut zu verfallen. Auf dieser Basis ist dann allen weiteren Lastern Tor und Tür geöffnet, zu denen auch ein ungezügelter Machtmissbrauch gehört. Auf dem Hintergrund dieses Denkmodells erweist sich etwa der Luxus, den der Reichtum darstellt, weniger wichtig als das Sozialprestige und die Anerkennung durch andere, die damit verbunden sind. Der Reichtum zielt im Kern auf Anerkennung durch andere. Die Anerkennung tendiert wiederum zu Hochmut und zu weiteren Lastern. Der gegenteilige Weg, der zum Heil führt, der gute Weg, zeichnet sich für Ignatius durch ein agere Kontra aus, ein Gegensteuern gegen die urmenschliche Tendenz zur Selbstwerterhöhung. Deshalb beginnt Ignatius bei der Armut, setzt an die zweite Stelle gegen die Ehrsucht, die Geringachtung der eigenen Person, das würde man heute anders formulieren, und an die dritte Stelle gegen den Hochmut, die Demut. Die Tugenden korrelieren zueinander. Die Dynamik von psychischen Grundbedürfnis, zu denen aus Sicht der Neuropsychotherapie die Anerkennung und Selbstwerterhöhung zählen, hat Ignatius von Loyola bereits vor 500 Jahren intuitiv und auf geniale Weise erfasst. Damit fällt auch neues Licht auf den evangelischen Rat, die Armut um des Himmelreiches zu leben. Gerade weil Jesus in die Bedeutung der Macht und ihrer Versuchung weiß, will er durch die Armut einer Dynamik vorbeugen, die angefangen beim Reichtum über die Anerkennung und den Hochmut schließlich zu ungezügeltem Machtmissbrauch führt. Ich komme zum Ende. Beim Herrn der Ringe
ist Samwise Ganshi einer der wenigen, die den Meisterring getragen haben, wenn auch nur für kurze Zeit, und ihn freiwillig wieder abgeben konnten. Er, der Gärtner, wird als bodenständig und ein wenig einfältig charakterisiert, ist aber immer zur Stelle, wenn es darauf ankommt, und tut dann das Richtige. Es sind dies wichtige Eigenschaften, um der Versuchung zur Macht widerstehen zu können. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, verehrte Damen und Herren, es lohnt sich auch schon deswegen, Vortragender zu sein, weil Sie dann die Maske abnehmen dürfen. Etwas zur Machthermeneutik. Verehrte Damen und Herren, der Vortrag von Professor Philipp Müller hat für mich auf überzeugende Art und Weise Chancen und Probleme der Macht in der Kirche und auch darüber hinaus dargelegt. Ich bin dankbar für die differenzierte Beschäftigung mit einem Thema, das mich spätestens seit der Bischofsweihe, wenn nicht gar mit der Priesterweihe beginnend, auch unter einen Generalverdacht stellt. Bei der Erwähnung des Ringes ist vielleicht nicht nur mir die Assoziation des Bischofsringes gekommen. Der etwas überzeichnet für manche und manchen in der Kirche ein Ring ist, der, Philipp Müller zitierend, seinem Träger eine Macht über andere verleiht, die sie knechtet und ins Dunkel treibt. Die Macht des Ringträgers werde genutzt zur Manipulation und zur übergriffigen Einflussnahme. Es versteht sich dann beinahe von selbst, dass der Ringträger alles tun wird, um seine Macht zu sichern und andere in der Abhängigkeit zu belassen. Nicht nur Bewegungen wie Maria 2.0 nehmen päpstliches, bischöfliches und auch priesterliches Handeln so wahr. In der Stellungnahme von Maria 2.0 aus Frankfurt zur römischen Instruktion der Kleruskongregation, veröffentlicht anlässlich der Regionalkonferenzen des Synodalen Wegs Anfang September, heißt es, Zitat: Seit vielen Jahren sind wir und viele mit uns an der Basis der Kirche engagiert und tragen in vielfältiger Weise zur Verlebendigung des Glaubens bei. Durch die vielen Skandale auf der klerikalen Ebene, durch die nicht nachvollziehbare und mit dem Evangelium nicht in Einklang zu bringende Tradition eines absolutistischen Machtverständnisses, durch die vielen Widersprüche zum Geist des Evangeliums werden wir seit vielen Jahren entmutigt und in unserer Arbeit der Verlebendigung und Weitergabe des Glaubens behindert und geschwächt. Zu viele von uns haben bereits aufgegeben und resigniert und versuchen, den Geist Jesu ohne und außerhalb der Amtskirche lebendig werden zu lassen. Der Geist weht, wo er will und wo er Raum findet. Wie eine dunkle Wolke schwebt der Atem der absolutistischen klerikalen Macht über uns und erstickt alles, was wir hegen und pflegen. Ähnlich wie der Sonnenkönig Ludwig der 19. steht jetzt hier, aber es ist wohl der 14. gemeint, hat sich Papst Pius der 9. zum absolutistischen Herrscher über die Katholikinnen und Katholiken erhoben. Pius der 9., der von sich sagt, La tradizione sono io, die Tradition bin ich. Damit hat er die von ihm anvertraute Kirche von der Nachfolge Jesu Christi getrennt. Sie ist auf einem falschen Weg. Das spüren wir ohnmächtigen Katholikinnen sehr deutlich. Es geht ein Riss durch unsere katholische Identität. Das Heilige wurde beschädigt. Der Papst und die ihm folgenden Bischöfe, also auch ich, sind der Verführung der weltlichen Macht erlegen und jetzt selbst Gefangene ihrer falschen Götter. So viel Zitat aus dem Brief. Über den Duktus kann man sicher geteilter Meinung sein, aber meiner Einschätzung nach wird hier eine Wahrnehmung formuliert, die man mit vielen Beispielen belegen könnte. Der Hinweis auf Pius den 9. ist ja nur ein mögliches Exempel. Wenn wir über eine partizipative Kirche, die dient, sprechen wollen, darf ich derartige Wahrnehmungen nicht einfach vom Tisch wischen. Natürlich habe ich Macht und nicht nur Vollmacht. Natürlich müssen sich die Verantwortlichen in der Kirche die Fragen gefallen lassen, wie sie sich eine partizipative Kirche vorstellen, in der sich die Macht und die Entscheidungsvollmachten im Wesentlichen, so in dem Brief, den eben zitierten Brief, auf männliche Sonnenkönige verteilt. Allerdings stellt sich mir zunächst auch die Frage, ist es schon die Lösung des Problems, neben oder an die Stelle des Sonnenkönigs eine Sonnenkönigin zu setzen?
Oder muss sich nicht an der konkreten Ausgestaltung von Macht, Amt und Verantwortung in der Kirche zunächst etwas Grundlegendes ändern, wenn wir eine wirklich authentische, das heißt dem Willen Jesu entsprechende und auch eine partizipative Kirche sein wollen, die nicht nur dem Selbsterhalt dient? Ich erhalte in diesem Sinne vor einiger Zeit eine E-Mail, in der ein Mann seine Empörung über einen deutschen Bischof ausdrückt, ausnahmsweise war ich nicht gemeint, die sinngemäß so lautet. Ich bekomme die Wut, also er hat es noch drastischer geschrieben, ich wollte es nur nicht ganz so zitieren. Ich bekomme die Wut, so schreibt er, wenn ich diesen Mann in den Dom einmarschieren sehe, in barocke Gewänder gekleidet, mit einer Vorhut festlich gekleideter Männer, die sich über andere erheben. Das sollte wenigstens auch den Frauen zugestanden werden. Mir ging auch da die Frage durch den Kopf, bei aller vielleicht auch berechtigten Anfrage an die guten Motive, ob es in der Ausgestaltung des Amtes neben der Frage der Geschlechtergerechtigkeit nicht auch um eine grundsätzliche Betrachtungsweise der bischöflichen Amtsführung gehen müsste. Ich habe mir die Ausstellung im Dommuseum angeschaut über die Macht der Mainzer Erzbischöfe. Wenn es dann am Ende vorwiegend um die Frage geht, wer denn den König krönen dürfe, da ist auch in der Geschichte der Kirche etwas gründlich fehlgegangen. Und wir diskutieren, Professor Müller hat es gesagt, wir diskutieren, ähnlich wie die Jünger im Evangelium, immer noch über dieselben Themen. Wer ist der Erste? Wer sitzt rechts und links? Auch die Theologie sieht längst das kirchliche Amt und seine Praxis durch die Brille des Machtthemas und des Machterhalts. Sakralisierte Macht kann einen Amtsträger unangreifbar machen. Nicht nur Pastoraltheologen sprechen von Pastoralmacht, die Kleriker über andere ausüben. Dadurch werden gegebenenfalls Freiheitsrechte beschnitten und Gewalt in vielerlei Formen ist Tür und Tor geöffnet. Wir reden ja mittlerweile auch nicht nur über die sexualisierte Gewalt, wir reden auch über geistlichen Missbrauch. Auch das ist eine Form sozusagen sakralisierter, im besten Falle Übergriffigkeit, aber auch eine Gewalthandlung, die sich aus dieser sakralisierten Machtdefinition dann auch ergeben kann. Heribert Wahl etwa resümiert beispielsweise, er sagt, ich zitiere, es gibt Gefahrenmöglichkeiten auch eines kirchlichen Systems, dessen Selbstschonungs- und Erhaltungstendenz ein offenes Gewahren und Eingestehen gewalthaltiger Macht erschwert oder verunmöglicht. Das heißt dann, es kann in der Kirche nicht sein, was nicht sein darf. Philipp Müller hat auf die Gefahren der Macht, aber auch auf die Notwendigkeit von Leitung und Verantwortungsübernahme hingewiesen. Daher will ich mich als Bischof und ich denke auch viele andere nicht allein unter dem Verdacht der Sorge um den Machterhalt sehen lassen. Ich habe großes Verständnis für das Anliegen der Geschlechtergerechtigkeit im kirchlichen Amt, aber ich darf dennoch wenigstens die Frage formulieren, ob die Vorstellung wirklich so abwegig ist, dass sich ein Papst in einem echten Gewissenskonflikt befindet, den er dann zu entscheiden hat, wenn er die Praxis in der katholischen Kirche als den ausdrücklichen Willen Jesu versteht. Zumindest kann ich mir vorstellen, dass er sich dann, wie Johannes Paul II. Schreibt, nicht imstande sieht, die Frage anders zu beantworten, als er und die Päpste nach ihm es denn getan haben. Ich bin jedenfalls bereit zu glauben, dass es tiefer geht als nur um die Frage des Machterhalts eines Sonnenkönigs gegenüber seinen Untertanen. Es gibt bei allen Gefahren der Macht einen Generalverdacht, dass es nur darum gehe. Zu Recht geht es beim sogenannten synodalen Weg vorrangig auch um dieses Thema. Ja, auch bei kirchlichen Amtsträgern gibt es die Erfahrungen von Ohnmacht und deutlichen Grenzen. Das muss nicht zur Klage führen. Als ich in Frankfurt bei der Regionalversammlung des synodalen Wegs Erfahrungen aus den ersten Wochen der Pandemie auch als Ohnmachtserfahrungen bekannte, wurde dies von einer Teilnehmerin wiederholt sarkastisch aufgegriffen. In einer solchen Situation nehme ich auch persönliche Verletzungen wahr, aber dadurch bedingt auch einen Riss zwischen Menschen in der Kirche, der einer authentischen Verkündigung und einem guten Miteinander nicht dienlich ist. Vielleicht steht am Ende eines synodalen Weges kein zufriedenstellendes Ergebnis im Sinne eines Textes. Aber wenn Vorurteile abgebaut werden konnten oder jeder und jede bereit wird, die Wirklichkeitswahrnehmung eines anderen verstehen zu wollen, ist schon etwas gewonnen.
Kurzum, meine These, der Alltag auch eines Bischofs dreht sich nicht nur um Macht und Machterhalt. Und dennoch gibt es natürlich die blinden Passagiere, von denen Philipp Müller auch gesprochen hat, die ein Bischof und andere Verantwortliche in der Kirche sich gut anschauen und reflektieren müssen. Daher ist zur geistlichen und dem Evangelium entsprechenden Gestaltung des bischöflichen und priesterlichen Dienstes die Kritik, die Kontrolle und kirchlich gesprochen die Synodalität unverzichtbar. Das Thema, verehrte Damen und Herren, ist aktuell. Spätestens seit der Veröffentlichung der sogenannten MAG-Studie zum Missbrauch in der Kirche durch Kleriker sind die fatalen Folgen fehlender Kontrolle und Transparenz offenkundig geworden. Missbrauch ist ein Thema von Machtverhältnissen, aus denen sich Gewalt ergibt. Das gilt für sexuelle Gewalt, aber auch für den Bereich von geistlicher Übergriffigkeit und Gewalt, an deren Wahrnehmung wir ganz am Anfang stehen. Auch das Finanzgebaren in einigen Diözesen bis in den Vatikan hinein zeigen die Folgen unkontrollierten Machtverhaltens, das die kirchliche Verkündigung für so viele Menschen unglaubwürdig macht. Die MAG-Studie thematisiert dies alles in großer Deutlichkeit. In den vergangenen Tagen hat der Regensburger Rechtsanwalt Ulrich Weber Zwischenergebnisse seiner unabhängigen Studie zum Umgang mit sexualisierter Gewalt und Missbrauch im Bistum Mainz vorgestellt. Das Thema ist damit nicht nur ein Thema anderer, sondern rückt mir persönlich, rückt uns im Bistum Mainz auf den Leib. Der Abschlussbericht im kommenden Jahr bleibt abzuwarten, aber schon jetzt konnte Rechtsanwalt Weber bei der Pressekonferenz Fragen stellen, die teilweise erschütternd sind und deren Beantwortung nicht nur ich entgegenharre. Es sind Fragen, wie ich darf aus dem Zwischenbericht zitieren. Weber fragt, wie kann es sein, dass, und wir sehen jetzt das Bistum Mainz vor uns, wie kann es sein, dass erst massiver Druck der Öffentlichkeit und der Medien die damalige Bistumsleitung dazu brachte, sich intensiv mit gemeldeten Vorfällen zu beschäftigen? Wie kann es sein, dass trotz dieser Sensibilisierung der Verantwortlichen Betroffene und Wissensträger weiterhin nicht konsequent ins Verfahren eingebunden wurden? Wie kann es sein, dass die Bistumsleitung strafrechtlich unverjährte Missbrauchsfälle nicht zur Anzeige brachte? Wie kann es sein, dass über so lange Zeit echte Empathie mit Opfern nicht authentisch spürbar war? Wie kann es sein, dass eine konsequente und ehrliche Übernahme der Verantwortung der Institution für das Tun ihrer Beschäftigten nicht nachweisbar war? Wie kann es sein, dass Betroffene ihren Täter bei der polizeilichen Vernehmung in Schutz nahmen bzw. die Taten negierten? Wie kann es sein, dass Mitglieder der Pfarrgemeinde und selbst das Umfeld Betroffener fortgesetzte sexuelle Gewalt eines Vertreters kirchlicher Institutionen mit ansonsten gutem seelsorgerischen Wirken aufwogen bzw. relativierten? Wie kann es sein, dass Eltern ihren Kindern die Schilderung sexueller Gewalt zwar glaubten, den Vorfall aber nicht zur Anzeige brachten, sondern die Klärung der Kirchenführung überließen bzw. Lippenbekenntnisse des Beschuldigten akzeptierten? Wie kann es sein, dass Pfarrgemeinden trotz rechtskräftiger Verurteilung eines Priesters sich immer noch nicht geschlossen hinter die Opfer oder gegen die Täter stellten? Das nur wenige Fragen, er hat noch mehr formuliert. Das ist eine repräsentative Auswahl. Sie hören in den Fragen die Machtthematik mitschwingen. Es gibt Stimmen, die die wissenschaftliche Qualität der MAG-Studie gerne durch andere Studien widerlegen oder ergänzen würden. Die Fragen des Rechtsanwalts aber, die sich aus vielen Gesprächen und Aktenstudien ergaben, zeigen, dass die Themen der MAG-Studie und des synodalen Weges nicht völlig abseitig sind. Es geht, verehrte Damen und Herren, um mehr als nur um Strukturfragen. Nicht erst durch den Brief von Papst Franziskus an die Gläubigen in Deutschland vom 29. Juni 2019 ist wiederholt der Vorwurf aufgekommen, die Themen des synodalen Weges, Macht- und Gewaltenteilung, Sexualität, priesterliche Lebensform, Dienste und Ämter für Frauen seien reine oberflächliche Strukturdebatten, die nicht den Kern der Evangelisierung berührten. Ich habe mich mehrfach gegenteilig geäußert. Ich glaube fest, dass ein Ringen um eine glaubwürdige und authentische Gestalt und Praxis der Kirche eine Grundvoraussetzung dafür sind, dass man der Kirche und den Verantwortlichen in ihr die Botschaft des Evangeliums abnehmen kann. Selbst der Papst macht ja bis in die letzten Tage die Erfahrung, dass Verhaltensweisen im Umgang mit den Kirchenfinanzen
seine berechtigten Anliegen, Stichwort Kurienreform und Evangelisierung, nicht wirklich unterstützen. Vor einigen Jahren hat Konrad Hilpert den Zusammenhang zwischen Strukturüberlegungen und Evangelisierung, Glaubensverkündigung einmal so formuliert. Ich darf ihn zitieren, weil es, finde ich, überzeugend formuliert ist. Ich selbst sehe das Verhältnis zwischen Glaubensreform und Kirchenreform als wechselseitiges Ineinander. Der Gottglaube ist der untergründig tragende und nährende Strom, der gängig gehalten, im Wandel der Zeit und des Denkens immer wieder erschlossen und gepflegt, erneuert werden muss. Die Aufgabe der real existierenden Kirche jedoch ist es, dafür zu sorgen, dass das Leitungsrohrsystem so ausgelegt ist, dass das nährende Wasser auch zu den Endverbrauchern gelangen kann, durch Strukturen der Seelsorge, durch gute Ausbildung und durch überzeugende persönliche Zuwendung. Wird diese Sorge als Selbstbeschäftigung angesehen, besteht die Gefahr, dass die zu Recht eingeforderte theologische Bearbeitung des Gottessuchens ins Spirituelle verschoben wird. Oder dass viele Menschen in ihrer religiösen Ansprechbarkeit austrocknen, beziehungsweise sich selber irgendwo im Bereich der kirchenfernen Spiritualitäten bedienen. Das kann doch wohl nicht unsere Zukunft, unsere Vision für die Zukunft sein. So Hilpert. Vielleicht ist das ein gutes Bild für unser Bemühen derzeit in Deutschland, das Leitungsrohrsystem entweder auszulegen oder wenigstens zu reinigen. Als 2018 bei der Herbstvollversammlung der Bischöfe die MHG-Studie vorgestellt wurde und ein halbes Jahr später die Entscheidung für den synodalen Weg fiel, herrschte doch eine recht große Einigkeit, dass man die Themen nur gemeinsam mit dem ganzen Volk Gottes werde bearbeiten können. Es wurde lange um die Satzung gerungen und die am Ende entscheidende Rolle der Bischöfe. Die einen sehen die kirchenrechtlich vorgegebene Letztentscheidungskompetenz bei ihnen und sie weisen darauf hin, dass ein synodaler Weg kein Kirchenparlament sein könne. Die anderen sehen im Miteinander des Synodalen nur eine simulierte Augenhöhe, die es am Ende nicht geben wird. Auch hier wabert immer auch der eben beschriebene Grundverdacht durch den Raum, dass die Gläubigen am Ende nicht ernst genommen werden. Das erschwert eine offene Aussprache nicht selten. Und es ist wahrnehmbar, dass bei aller Freundlichkeit im Zwischenmenschlichen jeder und jede auch die eigene Glaubensgeschichte mitbringt, die sich dann scheinbar in sachlichen Argumenten ausdrückt. Wir haben auch in Deutschland einen Lernweg der Synodalität vor uns, der nicht einfach ist. Einen weiteren Schritt, ein paar Gedanken zur Synodalität als geteilter und gemeinsamer Verantwortung. Papst Franziskus beschreibt wiederholt die kirchliche Partizipation aller als Synodalität und damit als zur DNA der Kirche gehörend. Ein wichtiges Dokument dazu ist das Schreiben der Internationalen Theologischen Kommission vom 2. März 2018 mit dem Titel Die Synodalität in Leben und Sendung der Kirche. Nach den biblischen Grundlagen und einer historischen Betrachtung formuliert das Dokument einen Grundsatz der Synodalität. Es darf in der Kirche um den rechten Weg gestritten werden und es wurde immer gestritten. Dabei gilt es, einen Weg der Unterscheidung zu finden. Das unterscheidet dann wiederum einen Synodenprozess von einer Parlamentsdebatte. Ein Weg der Unterscheidung, der geistlichen Unterscheidung, sucht nicht allein nach Mehrheiten für die eigene Meinung. Er traut dem Geist zu, in der Wahrheit des anderen die eigene Wahrheit zu bereichern, gegebenenfalls auch zu verändern. Es heißt dort in dem Dokument, die anfängliche Verschiedenheit der Meinungen und die Lebhaftigkeit der Debatte sind in ihrem gegenseitigen Hören auf den Heiligen Geist durch das Zeugnis des Handelns Gottes und den Austausch des jeweiligen Urteils auf jenen Konsens und jene Einmütigkeit ausgerichtet, die die Frucht der gemeinschaftlichen Unterscheidung im Dienst der Evangelisierungsmission der Kirche sind. Zu diesem Hinhören gehört in der Kirche auch immer die Rückbindung der Gegenwart an Schrift und gelebte Tradition, sowie gleichzeitig die Wahrnehmung der Zeichen der Zeit, durch die Gott uns auch etwas sagen kann. In diesem synodalen Prozess sieht das Papier alle Gläubigen eingebunden in ihrer je eigenen Rolle. Und dabei darf es, so das Dokument, darf es keine Spaltung zwischen dem Bischof und den anderen Gläubigen geben. Nihil sine Episcopo, aber eben auch nihil sine Consilio Vestro, Priester und Diakone, et sine Consensu Plebis, also nichts ohne den Bischof, nichts ohne die Priester und Diakone, aber auch nichts
ohne den Konsens des gläubigen Volkes. So Cyprian von Karthago, ein Theologe des 3. Jahrhunderts. Der Bischof kann nicht gegen das Gottesvolk Bischof sein. Er wird, auch wenn es zu Konflikten kommt, immer versuchen müssen, zu überzeugen und gut hinzuhören. Dazu gehört auch die Einheit mit der Weltkirche, die im Papst das Symbol der Einheit findet. Auch dieses Dokument betont, wie auch das Schreiben von Papst Franziskus aus dem letzten Jahr, die hierarchische Grundstruktur der Kirche, aber eben auch den gemeinsamen Weg. Am Ende muss der Bischof eine Entscheidung treffen, aber er vollzieht diese Entscheidung nicht als Sonnenkönig, sondern als Hirte und als Mitglaubender. Es ist nicht ganz einfach zu beschreiben, wie sich auf großer Ebene, etwa der Weltkirche oder auch einer Diözese, ein geistlicher Unterscheidungsweg gestaltet. Das wird in einem Jesuitenkonvent vielleicht etwas einfacher sein. Jedenfalls, so viel zumindest in der Theorie. Jedenfalls stellte sich mir die Frage konkret, als Papst Franziskus jüngst die Ablehnung der von der Amazonas-Synode angedachten sogenannten Viri Probati, also bewährter Männer für das Priesteramt, begründete, die Forderung sei auf der Synode nicht genügend in einem geistlichen Unterscheidungsprozess getroffen worden. Ich verstehe diesen Einwand des Papstes so, dass am Ende nur eine pragmatische Forderung stand, den Mangel bewältigen zu können. Das scheint für den Papst noch alleine keine geistlich motivierte Entscheidung zu sein. Dieser Frage nach einem geistlichen Unterscheidungsweg und seinen Möglichkeiten und Grenzen, der möglichst viele einbindet, müsste man wohl noch intensiver nachgehen. Verehrte Damen und Herren, es lohnt sich auch ein kurzer Blick in das nachsynodale Schreiben Querida Amazonia vom 2. Februar 2020 an das ganze Volk Gottes und an alle Menschen guten Willens. Dort wird von einer besonderen Form des kirchlichen Dienstamtes gesprochen, nämlich einer sogenannten inkulturierten Form, also einer Form des kirchlichen Amtes, die sich auch an der jeweiligen Kultur, in der Menschen eben leben, orientiert. Und da das Schreiben an alle Menschen guten Willens gerichtet ist und nicht nur an die Menschen am Amazonas, dürfen auch wir in Deutschland dort einmal hineinschauen. Der Papst fordert sehr deutlich eine inkulturierte Form des kirchlichen Dienstes. Das heißt, dass die konkrete Ausgestaltung des kirchlichen Dienstes von den jeweiligen Kulturen der Menschen und ihren Lebenserfahrungen profitieren muss. Für den Amazonas heißt das kurz zusammengefasst, der Papst setzt in den Weiten der Region auf den eucharistischen und sakramentalen Dienst des Priesters, sodass er den Menschen auf diese Weise vor Ort dient. Die anderen Gläubigen gestalten das Leben in den Gemeinden in großer Selbstständigkeit. Laien übernehmen Verantwortung in den Gemeinden und Gemeinschaften. So zentral die Eucharistie und der priesterliche Dienst sind, so sehr tragen alle Verantwortung für das Wachstum des Reiches Gottes. Zitat: Eine Kirche mit amazonischen Gesichtszügen erfordert die stabile Präsenz reifer und mit entsprechenden Vollmachten ausgestatteter verantwortlicher Laien. Diese Gläubigen kennen oft besser als die Priester die Bedürfnisse der Menschen vor Ort und nehmen die Aufgabe wahr, die Charismen der anderen zu entdecken und deren Entfaltung zu ermöglichen. Querida Amazonia 93. Was würde es bedeuten, eine inkulturierte Form kirchlichen Dienstes für unsere Region zu entwickeln? Sie müsste wohl auf jeden Fall das synodale Element stärken, sie müsste die Verantwortung der vielen ernst nehmen. Ob es für unser Verständnis priesterlichen Dienstes passt, ihn im Wesentlichen auf die Sakramentenspendung zu konzentrieren oder zu reduzieren, erlaube ich mir als kritische Anmerkung. Aber es ist eine spannende Herausforderung, dieser Frage nachzugehen. Was ist die inkulturierte Form des Amtes, des Dienstes in einer weitgehend säkularen, freiheitlichen Gesellschaft? Was heißt Repräsentation Christi durch den Priester in einer demokratischen Gesellschaft? Ich nehme bei allen positiven Reaktionen auf die neueste Enzyklika von Papst Franziskus auch eine kritische Bemerkung immer wieder wahr. So überzeugend er eine universale Liebe fordert, so deutlich werden auch die Schwierigkeiten, die entstehen, wenn diese Werte und Haltungen in der Kirche nicht gelebt oder zumindest nicht erkannt werden. Den Gegenpol zu einer inkulturierten Form des Dienstes im Gesamt der Gläubigen stellt wohl in einigen Teilen die römische Instruktion, die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde, im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche dar.
In den ersten Kapiteln ermutigt auch dieser Text zur gemeinsamen Verantwortung, besonders in den Pfarreien und Gemeinden vor Ort unter der Leitung des Pfarrers. Dann aber warnt das Dokument ausdrücklich vor gemeinsamen Leitungsmodellen, die die herausragende Stellung des Pfarrers verdunkeln könnten. Selbst der Begriff einer kollegialen Leitung sei zu vermeiden, Nummer 66. Der Pfarrer ist Vermögensverwalter, Seelsorger, Leiter, Sakramentenspender, und die Räte üben ausdrücklich keine Kontrollfunktionen aus. Er ist ihnen nicht rechenschaftspflichtig. Und da muss man sagen, ich stehe da, glaube ich, auf rechtlich sicheren Boden, wenn ich sage, für die Rechtslage in Deutschland ist diese Praxis nicht möglich. Aufgrund einer eigenen Rechtstradition nehmen bei uns verschiedene Räte und Gremien auf verschiedenen Ebenen an der Leitung teil. Sie sind nicht nur beratend, sondern ebenso kontrollierend und entscheidend tätig. Partizipation findet auf vielen Ebenen statt. Und wenn Sie noch ein wenig Geduld mit mir haben, würde ich Ihnen gerne noch ein paar Beispiele einfach nennen. Ich will das auch im Hinblick auf meine bischöfliche Tätigkeit knapp konkretisieren. Im Zusammenhang der Missbrauchsaufarbeitung haben wir im Bistum Mainz eine extern besetzte Aufarbeitungskommission eingerichtet, der ich nicht vorstehe, sondern nur als hörendes und beratendes Mitglied angehöre. Das gilt eben auch für alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bistums. Experten verschiedener Fachrichtungen steuern unsere Aufarbeitung. Auch das genannte Projekt des Rechtsanwalts Weber läuft unabhängig von irgendwelchen Anweisungen aus dem Bischofshaus. Ein betroffenen Beirat soll eingerichtet werden, der wiederum unsere Arbeit kommentiert und weiterführt. Und als Bischof empfinde ich diese Gruppen nicht nur als entlastend, sondern sie bringen die notwendige Expertise mit, über die ich gar nicht verfüge. Sie sorgen schließlich auch dafür, dass das Thema nicht einschläft oder durch mich als Bischof zum Einschlafen gebracht werden könnte. Seitens der Bischofskonferenz haben wir uns auf einheitliche Standards in vielen Bereichen der Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs geeinigt und entscheidende Themen an Unabhängige abgegeben. Seit 2016 gibt es im Bistum Mainz einen unabhängigen Diözesanvermögensverwaltungsrat. Er kontrolliert die Ausgaben, die im Bistum getätigt werden. Als Bischof darf ich ohne diesen Rat nichts unternehmen, wenn es um größere Ausgaben geht. Ich gebe zu, dass auch deren Expertise mich und den Generalvikar gleichermaßen entlastet. Allerdings muss ich dann gegebenenfalls damit leben, dass Dinge, die ich gerne hätte, abgelehnt werden. Es gibt auch Erfahrungen, die zeigen, dass dies in der Fläche des Bistums zwar theoretisch möglicherweise positiv gesehen wird, aber wenn es dann konkret wird, nicht unbedingt rezipiert ist. Ein Beispiel: Als ich während einer Visitation mit dem Verwaltungsrat einer Pfarrei zusammensaß, wollten sie von mir eine Zusage für eine Baumaßnahme größerer Art. Mein Einwand, ich könne das gar nicht allein bestimmen, konnten sie aufgrund ihres Bildes von der Gewalt eines Bischofs nicht akzeptieren. Und auch unsere Diözesanenräte, Frau Dr. Barner ist hier, auch unsere Diözesanenräte sehe ich nicht nur als unverbindliche Gesprächsforen. Vielleicht ist nicht immer alles zur Zufriedenheit aller umsetzbar, aber ich habe deren Rat einzuholen und selbstverständlich in wichtige Entscheidungen einzubinden. Der Kirchensteuerrat befindet über die Verwendung der Kirchensteuergelder. Dabei kann es auch zum Druck auf den Bischof kommen, und diesen Druck hat es gegeben in den letzten 3 Jahren, dass zum Beispiel die Genehmigung eines Jahreshaushalts verweigert würde, wenn nicht geeignete Maßnahmen ergriffen werden, aus dem Defizit, dem großen, hohen Defizit des Bistums, endlich herauszukommen. In den letzten Jahren sind wir mit einem erheblichen Defizit unterwegs, und das kann nur wenige Jahre überhaupt vertreten werden. Eine Entscheidung, Sie haben es natürlich mitbekommen, zu schmerzhaften Eingriffen ist auch die Folge des Drucks und des fachkundigen Blicks vieler in diesem Rat und nicht nur eine Bauchentscheidung des Bischofs. Aus der Bischofskonferenz sind Vorschläge nach Rom gegangen zur Errichtung einer von den Bischöfen unabhängigen Gerichtsbarkeit. Auch wenn dies kleine Schritte zur Gewaltenteilung hin sind, so darf man sie auch nicht kleinreden. Galt bisher die Regel, über Kleriker dürften nur Kleriker zu Gericht sitzen, hat sich deutlich die Problematik einer solchen Regel gezeigt, die nun hoffentlich aufgebrochen wird. Auf dem pastoralen Weg unseres Bistums sind wir in intensivem Austausch über die Frage der Leitung und der Beteiligung vieler. Uns wird bewusst, dass wir auf einem oft auch mühsamen Weg des Lernens und des Gestaltens sind. Aber wir spüren auch, dass wir keine Kirche gestalten können, an deren Leben sich nicht viele beteiligen mit ihren Gaben und Charismen.
Es bedarf an vielen Stellen eines Mentalitätswechsels, nicht nur bei den leitenden Personen. Ziel ist wohl, den oder die andere nicht als Konkurrenz zu sehen, sondern als Bereicherung, auch in den unterschiedlichen Zugängen und Erfahrungen. Das scheint mir dann ein Weg zu einer authentischen Kirche zu sein. Zum Schluss, liebe Damen und Herren, erlaube ich mir ein kurzes Wort zum Dienstcharakter der Kirche. Theoretisch sind sich die meisten Gläubigen wohl einig, dass Kirche dienen soll. Konfliktreich gestaltet sich dies im Konkreten. Wem soll sie dienen? In Fragen des Dienstes etwa an Menschen auf der Flucht werden sich womöglich keine Mehrheiten mehr finden für eine dienende Kirche. In den letzten Jahren stellt sich mir bedrängend die Frage, worin der Unterschied einer dienenden Kirche zu einer Dienstleistungskirche besteht, so wie sie meiner Wahrnehmung nach immer mehr Menschen verstehen. Dienstleistung heißt dann, und solche Briefe bekomme ich auch derzeit, ich akzeptiere kirchliches Handeln nur dann, wenn es punktgenau meiner Einstellung und meinen eigenen Schwerpunkten entspricht. Menschen fragen nach, ob die Kirchensteuer ausschließlich für persönlich gewählte Projekte genutzt werden könnte. Damit geht jedoch der Gedanke einer Solidargemeinschaft verloren. Und Menschen entschließen sich auch zum Austritt, wenn es dann nicht wunschgemäß läuft. Das dürfen sie. Jedoch schränken sie dadurch gleichzeitig die Handlungsfähigkeit und die öffentliche Präsenz der Kirche weiter ein. In den pastoralen Planungen vor Ort geht es nicht selten doch eher um den Bestandserhalt als um eine zeitgemäße, dienende Gestalt der Kirche. Das gilt nicht nur für die Pfarreien, das nehme ich auch in der Bischofskonferenz wahr. Jeder Bischof sieht seinen Arbeitsschwerpunkt als den eigentlich unverzichtbaren. Mancher Begriff wird schnell zur Floskel. Authentizität, Dienst, Partizipation. Ich glaube, es bleibt eine spannende Aufgabe, diese großen Worte mit Leben zu füllen. Und das kann nicht nur Aufgabe des Bischofs sein. Vielen Dank.